Die Spekulanten sind unsere Gegner. Ist denn die Finanzkrise vorbei? Hat sie schon begonnen? Also ich habe keine. Dem Aktionär müssen wir so gut als möglich Rendite geben. Nicht? Aber was der Kunde nachher, dass auf der anderen Seite die Kunden dann eventuell sogar über den Tisch gezogen werden, ist eine andere Geschichte. Die Spekulanten sind unsere Gegner. Manchmal ist es einfach zu viel. Da möchte man am liebsten irgendjemand den Kopf einschlagen. Das sollte ich jetzt nicht vor der Kamera sagen. Aber wir haben einen frustrierenden und stressigen Job. Der Stärkste überlebt. Man will wissen, wer der Beste ist. Das macht dich tough, das Training. Er ist gut auf dem Parkett, aber besser im Ring, das sagen alle. Die Spekulanten sind unsere Gegner. Sie geben selber zu, dass zum Beispiel auf dem Dollarmarkt, man spekuliert nicht auf eine Minute, sondern auf Sekunden. Man macht rund um die Welt täglich 2.000 Milliarden Dollar Transaktionen. 2.000 Milliarden, haben Sie es gehört? Ich wette darauf, ob der Markt steigt oder ob der Markt fällt. Ganz einfach ein Beispiel, ich habe heute Morgen zum Beispiel 2 DAX-Kontrakte gekauft. Das heißt, ich habe darauf gewettet, dass der Markt steigt. Das ist ungefähr ein Einsatz von 250.000 Euro. Und das habe ich in dieser Situation gemacht. Und kurz danach ist der Markt dann auch direkt für mich gelaufen. Und dann habe ich meine Position weiter verfolgt. Und hier oben dann in diesem Bereich bin ich raus mit 20 Punkten Gewinn. Und das entspricht 1.000 Euro Profit. Ist das ein gutes Ergebnis? Für den Zeitraum 1,5 Stunden sicherlich. Die Spekulanten sind unsere Gegner. Ich habe Isium gezeigt. Das ist eine Firma, die betreibt Internethandel. Was mit Internethandel? Kratzt mich nicht. Die Kurs ist spekulationsmäßig sehr hoch. Und wenn ich die bekomme, verkaufe ich die nach 3 Tagen.